Ich gehe schon seit vielen Jahren pilgern. Kürzere Wege, längere Wege, sehr lange Wege, seit 2004. Und heute möchte ich euch gern mitnehmen auf einen Pilgerweg, und zwar auf dem Pinzger Marienweg von Lent nach Dernten. Die Strecke von Lent nach Dernten ist auf dem Pinzger Marienweg eine meiner Lieblingsetappen. Und ich habe es immer recht gern, wenn Pilgerwege ein bisschen anspruchsvoll sind, also vom Körperlichen her. Es geht sehr steil auf am Anfang, könnte man schon ein bisschen entschnaufen. Aber wenn man dann auf einer gewissen Höhe oben ist und schaut so in die Welt rein, das ist so ein wunderschöner Blick. Und das ist eine Sehnsucht, die ich immer wieder gespürt, und auch so das Einkehren, so in mir selber nachdenken ein bisschen. Dankbarkeit kommt da auf über mein Leben und wie gut, dass es mir eigentlich geht, weil ich gesund bin und gehen kann. Ich denke an viel Leid, die ich so mitnehme. Ich bin eigentlich viel also im Gebet. Auf die Idee bin ich gekommen, an einem Punkt, wo es mir nicht sehr gut gegangen ist, wo ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt einfach einmal Zeit für mich. Und ich glaube, ich probiere jetzt einfach einmal einen Pilgerweg, und zwar den Jakobsweg. Und das ist es so, was mich so reizt am Gehen, dass man so ruhiger wird, langsamer wird, man oder ich gehe auch mit den Sinnen, man sieht ganz anders, man riecht anders, man greift einmal was an, ein Blattl, das gerade runterfällt. Ja, man hört anders in die Natur ein, man hört viele Geräusche, die man sonst nicht wahrnimmt. Es ist eine Fülle von Dingen, die mich einfach immer wieder dazu bewegen, zu gehen. Und dann, wenn man runtergeht nach Dernten, geht man ein Stück auf der Straße, und dann dieser wunderschöne Blick auf die Derntner Kirche. Und wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt bin ich gleich am Ziel und gehe auf die Kirche auf. Und es gibt immer wieder eine Station mit einem Wegkreuz, wo ich dann stehen bleibe, oder eine Kapelle, wo man ein bisschen innehaltet, wo ich an viele Leute denke, denen es nicht so gut geht, für die ich dann beten tue. Sitze mir unter diese schöne 500 Jahre alte Linde und trinke aus meiner Wasserflasche und genieße einfach diesen schönen, wunderschönen Blick und das Gefühl, angekommen zu sein. Das ist einfach so was Schönes. Pilgern ist Nahrung für den Körper, vor allem aber für die Seele.